herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Ja, ich habe hier auch ein bisschen jetzt mal umgerüstet. Wir wollten es mal jetzt auch gegen Kirgo versuchen, hier mal anzutreten, gegen den mal zu kämpfen. Und dann quatschen wir den mal an. Also, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. So, sieht hier auch ein bisschen jetzt bei mir auch anders aus. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Nein, jetzt habe ich aus Versehen die Waffe eingesteckt. Nein, nein, komm. Versuch das nicht nochmal! Okay, haben wir verkackt. Spiel laden. Versuchen wir es noch einmal. Jetzt habe ich Mist gebaut. So. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. So, gut. Versuchen wir es jetzt noch einmal. Langsam, du hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Du lernst schnell. Was hast du mit der Waffe? Du lernst schnell. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Jo. Hä? Alter, kommt er auch noch von hinten an? Versuch das nicht nochmal! Okay, müssen wir nochmal ein bisschen besser. Jetzt lootet er mich. Was ist das denn für ein Spaß? Ein Pech. Kein Erz. So, okay. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Okay, was haben wir hier noch für Quests offen? Wasserträger für Lefty. Als ich Leftys Angebot ablehnte, wurde er ziemlich ungehalten. Und ich dachte schon, das alte Lager ist ein rauer Ort. Ne, das war zu weit. Luca am Damm, Aufnahme Sumpflager, Freaks Hütte, Horatio der Bauer. So, Horatio, ein Bauer auf den Reisfeldern des neuen Lagers, will mir beibringen, stärker zuzuschlagen. Doch irgendwie habe ich noch nicht die richtige Antwort auf seine Fragen noch zugefunden. Boah, jetzt gehen wir immer zu weit raus. Erfüllte Mission, gescheitert haben wir noch nichts. Allgemeine Infos. So, Rezepte, Sekte, Aufnahme als Lager. Wir müssten noch mal ein bisschen stärker werden, würde ich sagen. Wie sieht's denn hier mit meinen Skills aus? So, 3500 Punkte, Erfahrungspunkte bräuchten wir. Müssten wir mal schauen oder suchen, wo wir das finden. So, der arme Matt. Irgendwo müssten wir doch 3500 Erfahrungspunkte sammeln können. Oder wir quatschen noch einmal. Ne, mit Diego hatten wir letztes Mal schon gequatscht. Manche lernen. Na, gucken wir mal. Vielleicht sind wir schon gegen irgendwelche anderen Gegner stärker. Können wir mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwas. Oder irgendwen. Gegen die Warane? Weiß ich nicht, ob die da schon ankommen dagegen. Die sind schon auch relativ stark. So, ich muss auch immer wieder auf den Bildschirm hier hinten gucken. Also rechts von mir. Ob das auch alles passt. Ein Varan haben wir. Warte mal. Wir machen hier erstmal ein Safe Game. Können wir einen anlocken und mal ausprobieren. Wenn die nicht da gegeneinander laufen würden, würde ich den einen sofort hier nehmen wollen. Komm. Der andere bitte da hinten bleiben, ja? Oh, die kommen beide hier an. Gegen einen kein Problem, aber beide oder zwei von denen könnte zu gefährlich werden.
Aber wenigstens tragen wir die Einhandwaffe wirklich jetzt nur noch an einer Hand. Gucken wir mal, ob wir hier noch andere Gegner finden. Hier Wölfe. Okay, gegen mehrere Wölfe ist vielleicht doch noch zu heftig. Die scheinen doch ein bisschen zu stark zu sein. Da haben wir wieder einen Lurker. Die Lurker sind auch zu stark. Gucken wir mal, vielleicht finden wir irgendwo anders noch Gegner. Wir müssen auf jeden Fall skillen. Das Kampf oder das Kampfsystem habe ich noch nicht ganz. Oder wir können es jetzt mal gegen Strike ausprobieren. So stark kann er doch auch nicht sein, oder? Dann gehen wir mal ins alte Lager. Vorausgesetzt, wir finden den Weg dahin wieder zurück. Vor allem, wie spät haben wir es? 21.52 Uhr. Komm, wir gehen erstmal pennen. Wir gehen erstmal bei Diego ins Bett. Klingt so falsch. Aber egal. Habe ich die Untertitel ausgeschaltet? Aus Versehen vielleicht? So. Ich halte mich da. Jo. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Das machen wir mal. So. Dann jetzt auf ins alte Lager und versuchen wir mal gegen Freak, Strike oder wie auch immer. Echt? Kann schon sein. Kann schon sein. Oder wir gucken mal, hatten wir da hinten alles gelootet? In dem Bereich? Ein paar einfache Gegner müssen wir doch irgendwo noch finden, oder? Und wir die paar Erfahrungspunkte mitnehmen können, sammeln können. Ja, Blutfliegen. Machen wir kaputt. So, 140 auf jeden Fall. Müssen wir jetzt noch mal essen? Irgendwie was? Wo haben wir Essen? Hier haben wir. Essen wir mal die Höhlenpilze. Krass, wie viel wir. Wir essen vielleicht mal lieber die. Ja, die geben mehr Gesundheit. Oh. So, da vorne haben wir noch ein paar Waldbeeren. Machen jetzt hier noch mal ein Safe Game. Da vorne sehe ich ein paar Wölfe in dem Lager. Yo. Okay, Wolf können wir nicht looten. Gibt es hier sonst noch irgendwas zum Looten? Oh, hier gibt es zwei Truhen sogar. Ich kann die aber nicht looten. Weil ich wahrscheinlich keine Dietriche habe. Und wir bluten hier den Weg voll. Also, ja, stimmt, weil wir was essen müssen. Aber ich finde schon krass, dass wir schon ordentlich stärker geworden sind. So, jetzt. Ah, jetzt bluten wir den Weg nicht mehr voll. Okay. So. Machen wir trotzdem noch mal ein Safe Game. Sonst gibt es hier nichts. Keine Ahnung, wo was da hinten ist, wo es hinführt. Können wir einander mal gucken. So. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, da hinten.
Ah, okay, das... Da eine Wald hier vorne führt dahin. Boah, komm, lass uns den Wald erstmal ausmerzen. Das, was wir da finden, erledigen wir. Das sind alles Erfahrungspunkte, die brauchen wir alle. Wir nehmen alles an Erfahrungspunkten mit, was wir kriegen können, wenn wir stärker werden und gegen die anderen Viecher da ankommen. So, hier müsste es doch noch irgendwo irgendwelche Viecher geben. So hoffe ich doch zumindest. Die Musik finde ich auf jeden Fall schon mal super. Hier scheint es eine Höhle zu geben. Aber sonst ist nichts in der Höhle. Okay. Vielleicht da oben irgendwas? Wahrscheinlich schon die Barriere. Ah, ja genau, die Dinos. Der eine hat uns schon im Visier. Wollen wir es riskieren gegen den? Der kommt schon zu uns. Ich riskiere es mal gegen den Dino. Snapper. Oh, Alter. Okay. Ein bisschen doch zu hart. Wir gehen mal. Gegen die Dinos kommen wir noch nicht an. Hier gibt es aber irgendwelche anderes Geflügel. Sage ich jetzt mal. Da haben noch ein Dino. Noch zwei Dinos. Zwei Snapper. Die Snapper lassen wir mal. Wir haben hier noch eine Höhle. Oh oh. Wo sind wir hier? Oh, wir haben ein bisschen gesünder verloren sich gerade. Essen wir das mal. Dann haben wir ein bisschen wieder vom Fleisch runter. So, am besten noch ein Schwert auspacken. Können wir auch ein Schild irgendwie bekommen oder so? Schild wäre super, wirklich. Okay, wo führt das hier hin? Ah, genau, hier ist doch die alte Mine. Ja, hier ist die alte Mine. Da sind auch aber sehr viele Viecher, die wir noch nicht erledigen können. Die doch ein bisschen zu stark sind. Ein bisschen Rüstung brauchen wir auch. Sonst sehe ich hier jetzt keine Viecher. Die Brücke kennen wir auch noch nicht. Oder zumindest ich noch nicht. Wo gehen wir genau hin? Ah, okay. Da müsste jetzt das neue Lager sein. Da hinten. Jo, hier ist das neue Lager. Ja, so kommen wir auch dahin. Gut, sind wir im neuen Lager auf eine andere Art angekommen. Anstatt über den regulären Weg. Dann suchen wir mal Shriek Strike oder wie auch immer der heißt auf und hauen ihn mal zu kaputt wegen der Hütte. Hey du,
Du hast Glück. Du bekommst eine neue Chance. Diesmal solltest du es nicht vermasseln. Also, du gehst zum Reislord und dann bringst du schön brav allen Bauern ihr Wasser. Klar? Weißt du, was wir machen? Weg! Nein! Tu das nie wieder. Okay. Laden wir nochmal. Was? 6 Erz geben? Stand da? So, Wasser. Wasserträger für Leffy. Schon wieder bin ich Leffy über den Weg gelaufen. Er will, dass ich jetzt endlich zum Reislauf gehe und das Wasser für die Verteilung an die Bauern auf den Reisfeldern abhole. Nee, das will ich immer noch nicht machen. Ich lasse mich jedoch nicht bedrohen von denen. Ich habe kein... Ah, ich wollte schon sagen, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Mit Homer. Und den Lurker muss ich auf jeden Fall noch irgendwie ausschalten hinten. So, mal gucken, wo Spreak ist. Spreak oder wie auch immer. So. Speichern wir hier nochmal. Ich will es noch einmal gegen den Dude ausprobieren. Nein! Langweiliger Kampf. Tu das nie wieder. Aber das war. Das hat ja schon fast geklappt. Weg mit der Waffe, weg damit! Langweiliger Kampf. Tu das nie wieder. Nein. Zurück. Laden. Fast hätte ich gespeichert. Aber wir können das schaffen. Hä? Was kommt da von hinten? Kampf. Alter, was ist das denn für einer? Nie wieder. Kommt der von hinten an? Weg mit... Alter, was hat er dann? Zähne? Becher? Siemens? Nehme ich alles mit, was der hat. Reiterbogen. Alter, klar. Geil. Stachelkeule nehmen wir auch mit, können wir auch verkaufen. So, was haben wir jetzt zu futtern? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Hier ist mir doch egal. So. Das ist jetzt meine Hütte. Hey, du! Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. So. Wer war denn das? Gorn, ne? Komm, ich will mit Gorn sprechen. So, Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Bis später. Jo, alles klar. Der hier hat Kreislaufprobleme. Wir haben hier eine Hütte. Wo führt denn das hier hin? Ach so, zu Shrike. Ich könnte ihn töten. Der hat wenig Leben. Hui. Okay, aus Versehen runtergerutscht. So, dann können wir eigentlich seinen ganzen Krams hier eigentlich verkaufen irgendwo. Was ist denn in der Truhe? Ist nichts. Okay.
ist das da? Hier haben wir ein Bett, hier können wir pennen. Wir haben eine Hütte im alten Lager, im neuen Lager. Nice. Und wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Ja, 11.150 von 14.000. Ist schon mal ein bisschen was, ist schon mal ein Sümmchen, ja. Müssten wir eigentlich speichern. So, dann gehört uns die Hütte, die Erfahrungspunkte haben wir behalten. So, wir müssten jetzt nur irgendwie schauen, wegen dem einen Dude. Wie hieß nochmal? Horatio. Was wir ihm antworten müssten. So, wo haben wir Horatio? Lefty habe ich gar keinen Bock. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Wir machen hier nochmal ein Self-Game. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ein Kampf! Nein! Versuch okay. Das nicht nochmal! Okay, das war knapp. Wir könnten's. Wir könnten ganz das auch ruhig. Weg mit der Waffe! Weg damit! Langsam, langsam, du hast gewonnen. Alter! Alter, komm, tu das nie wieder. Der scheiß Reitlord. Wir könnten es gegen Lefty schaffen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Erstmal abwarten. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ein Kampf! Ah, der kommt auch noch hier hin. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Nein, 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 weg, 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 weg. Langsam, langsam. Alter. Scheiß Reislord, wirklich. Bereits ein Erz gegeben, was? Lass dich. Warte mal, wie viel Erz haben wir noch? 27. Horatio. Ich will mal mit dem quatschen. Nochmal. Lefty schickt mich. Ich habe Wasserfällen. Nee. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ah, nein. Immer noch nicht. Dachte ich mir. Ich werde denen aber kein Wasser liefern. Kann ich Lefty irgendwie weglocken? Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Hey. Mal sehen, was dies... Hallo, pack die Waffe aus. War ein guter Warum, warum pack ich die Waffe nie nicht aus? Wieder. So. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Alter, der... Weg mit der Waffe, weg damit! Hä? Alter, weil der eine scheiß Bauer hier mir im Weg steht. Wollt den nicht kaputt hauen. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Dann machen wir das mal so. Lefty, komm mal her. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Nicht du. Weg mit dem... Alter. Ein Kampf! War ein guter Kampf. Alter, warum tu kommt der immer wieder nie an? Nie wieder. Scheiß Reislord, wirklich. Lass uns lieber über was anderes reden. Dass der Reislord hier immer wieder ankommen muss. Kann schon sein. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern.
Alter, wie packe ich jetzt das? Alter, nein, nicht der Reifen. Ah. Der kommt immer an hier, der Reifslord. Kann ich nicht noch ein bisschen weiter weg von dem, den irgendwie weglocken? Wahrscheinlich hast du recht. So, ich versuch's noch einmal. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ah, was ist mit dem Bauern? Hast du was Besseres vor? Ein bisschen weiter weg. Ach, das war knapp. Aber wir haben ihn fast geschafft. Wir haben ihn fast geschafft. Man muss eben aufpassen, was man. So. Lefty. So. Du kannst. Ah, ich. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Nein. Versuch das nicht nochmal. Okay, wir haben aber Lefty geschafft. Das war nur der scheiß Reislord. Wir können das schaffen. Dann müssen wir nur gleich irgendwie zusehen, dass wir von Reislord wegkommen. So. Erstmal ein bisschen weg. Entschieden. Töten wir Lefty. So, sein Krams nehmen wir auch noch mit. So, machen jetzt ein Safe Game. So, weil wir Lefty jetzt gekillt haben. Was haben wir jetzt für einen Eintrag? Nicht hier. So, gescheiterte Mission wahrscheinlich hier. Wasserträger für Lefty. Die Sache mit dem Wasser hat sich mit Leftys Tod wohl erledigt. Ich konnte den Typen sowieso nicht leiden. Nice. So, dann können wir jetzt eben was essen. So. Das hier. So. Ich glaube, jetzt bleibt nochmal ein Safe Game. Nee. Reislord. Haben wir hier auch noch zwei Schläger? Wo haben wir Horatio? Quatschen wir nochmal mit Horatio. So. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ah, immer noch Nein. nicht. Dachte ich mir. So. Okay, egal. So, aber Lefty ist wenigstens tot. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt? 11.230. Das war... Oh. Seine Waffen nehmen wir auch mit. So, die Schläger müssten wir auch mal loswerden. Aber die kümmern wir uns ein andermal drum. Ich glaube, wir könnten eigentlich im Grunde... Wir haben ja Lefty getötet. So, Wasserträger für Left. Sonst haben wir hier. Aufnahme zum Lager. Ja. Neues Lager. Okay. Gescheiterte Mission haben wir nichts. Aber gut, dass wir Lefty erledigt haben. Obwohl, ich würde sagen, wir warten eigentlich gleich ab bis in die Nacht. Und dann erledigen wir die anderen beiden Schläger. Die könnten ja nicht so stark sein wie Lefty, oder? Naja, egal. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Leos und ciao.